Hallo zusammen und zurück zur neuen Folge von Farm Together 2. Willkommen zurück. Check die Belohnung. Dankeschön. So. Ich werde mal wieder meinen Traktor schnappen und mal gucken. Ich bin die ganze Zeit, wenn ich weiter ernte und sowas, zählt das auch noch darauf? Weil ich möchte schon gerne mehr freischalten. Wenn ich jetzt Kürbis und sowas weiter ernte. Will ich mal gucken. Muss auch nochmal ins Haus, weil da habe ich auch noch das Porträt angefangen. Eventaufgabe abgeschlossen. Irgendwie schließe ich trotzdem Eventaufgaben ab. Okay. Keine Ahnung. Ich dachte, ich brauche bei mir zu Hause nicht mehr. Keine Ahnung. Naja, gucken wir gleich mal. Doch, geht weiter. Das ist gut. Okay, dann kann ich vielleicht doch mehr freischalten. So, wartet mal. Ah, die Sachen werden zurückgesetzt. Ah, okay. Muss mir immer einer sagen. Das heißt, ich muss mehr Folgen machen, weil wir haben nur 7 Tage Zeit. Das heißt, ich muss auch ein bisschen vielleicht Farm Together vorproduzieren, dass ich da ein bisschen noch was freischalten kann. Gut, dann pflanzen wir einfach jetzt mal weiter. So. Oder ein paar mehr Folgen machen, muss mal gucken. Weil ich will schon ein bisschen mehr. Und mein Benzin ist alle. Geht zu schnell. So. Holen wir mal kurz. Die Sachen werden zurückgesetzt. Okay. Gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Ich dachte, man braucht jetzt andere Farben, aber okay. Anscheinend brauchen wir es doch nicht. Gut. So. Genau. So. Gehen wir hier drüben mal. Erstmal zu unseren Schweinchen. So. Und dann alles soweit erstmal abernten. So. Dann gehen wir ins Haus, gucken mal nach unserem Porträt. So. Obwohl, das können wir auch zuerst machen. Weil wir müssen ja wieder die nächste Stufe machen. Dann kann das in der Zeit so weiterlaufen. So. Birnen war das, was ich noch ernten musste, genau. So, genau. Wie lange? 14 Minuten. Okay. So. Und jetzt geht's weiter. So. Ich wusste nicht, dass zurückgesetzt werden. Dann haben wir doch die Möglichkeit, alles freizuschalten. Okay. Das ist dann schon mal gut. Ich gehe dann auch mal in die Stadt gucken, was wir brauchen für weitere Verbesserungen.
so. Hier auch noch ein paar Kartoffeln. Quest abgeschlossen. So. Was brauchen wir denn für weitere Quests? Birnen. So, du willst Tomaten. Gut, dann pflanzen wir hier in den beiden Feldern mal Tomaten an, die nicht gehen. Okay. Wir haben so. Ja, gut, dann geht's erst den nächsten Tag. Gut. Können wir das noch nicht machen. So. Geht's hier mal weiter, aber dann gehen wir gleich erst wieder zu unserem Tank. So. Müssen wir eh in der Richtung. Dieses eine Blumenbeet hier, was so einsam steht, werde ich jetzt mal wegmachen. Genau. So, dann gehen wir nochmal zu unserem Tank. Bevor wir hier weitermachen. Einmal das. Wir haben schon bald wieder Level 19. Es läuft, wenn man sich ein bisschen ranhält. Das ist gut. Aber warte mal. Ich will mal kurz gucken, was ich da als nächstes anpflanzen könnte. Vielleicht mal Weizen. Ich guck mal ganz kurz in mein Inventar. Wovon wir relativ wenig haben. Weizen haben wir eigentlich. Wir haben eigentlich alles fast. Okay. Haben wir Rüben, weil die brauchen wir für unsere Tiere. Haben wir die? Halt, Inventar. Wo finde ich denn die Rüben? Auberginen sind schon voll. Ich finde gar nicht die Rüben. Okay, dann würde ich sagen, pflanzen wir ein bisschen Rüben an. Nein! Huch! Ja, das war jetzt ein bisschen ungeplant. Gut, reißen wir danach wieder ab, wenn wir geerntet haben. Ist ja nicht so schlimm. So. Kommt, wenn man vorher das Automatische drückt. Huch, jetzt habe ich hier. So. Okay. Und der Tank ist schon wieder fast leer. So. Geht aber eigentlich relativ schnell. Kann man mehr solche Tankwegen haben? Frage ich mich. Weil ich muss immer bis hierhin, wenn ich weiter da hinten bin, um meinen Tank aufzufüllen. So. Gehen wir gucken, ob noch jemand in der Stadt irgendwelche Quests für uns hat. So.
So. Genau. Und dann gehen wir zur Stadt. Gucken wir mal, ob jemand irgendwas da hinten. Will einer was von uns? Ich würde gern meinen Garten dekorieren. Und ich liebe die Farbe Rot. Besorgen mir bitte so viele rote Blumen wie nur möglich. Und ich werde dich reichlich entlohnen. Dafür kriegen wir sogar 42 zu Diamanten. Ja, und haben wir sogar. Dann machen wir das doch mal. Vielen Dank. Damit wird der Garten wirklich hervorstechen. Hier ist deine Bezahlung, wie versprochen. Dankeschön. So. Richtig schön Halloween-mäßig dekoriert. Gefällt mir. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Das ist das Lagerhaus. Damit kann man das Lager erweitern, ne? Dafür brauchen wir Ananas und zwei Dinger, ja. Aber ich wollte erst noch ein bisschen sammeln. Ah, da hinten will noch jemand was von uns. Ich hatte buchstäblich mehr Diamanten, als ich mir leisten kann. Kannst du ein paar von ihnen gegen Münzen tauschen? Ja, komm. Vielen Dank. Ich werde jetzt in der Lage sein, mehr Diamanten kaufen zu können. So. Bin ich kein. Wisst ihr eigentlich, wie man die Sachen hier, die man bekommen hat, anzieht? Ich weiß das gar nicht. Gibt es irgendeinen Kleiderschrank dafür? Muss ich zu Hause mal gucken, mein Haus. Weil, wie gesagt, ich habe den ersten Teil habe ich nie gespielt. So. Was gibt's hier denn eigentlich? Ja, können wir ein bisschen was verkaufen. Wir hatten zwar nicht so viel Eier, aber okay. Macht ja erstmal nichts, weil wir brauchen ja auch erstmal ein bisschen was an Diamanten. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Lagerhaus. Garage, Blumenladen, Gemischtwarenladen, Bäckerei, im Besitz der Fischladen. Wo habe ich den eigentlich hingestellt? Kommt davon, wenn man alles so kreuz und quer platziert. Muss ich das immer erst suchen gehen. Aber den hatte ich ja auch schon im Fischladen. Aber alles so kreuz und quer platziert. Ach, hier wollen wir welche was haben. Ich backe meine berühmten würziges Brot. Ich bräuchte sehr spezifische Zutaten. Hast du welche? Nee, das haben wir leider nicht. Warte, warte. Wird auch noch was? Ich bereite ein kleines Lebensmittelgeschäft vor. Und ich habe ein wirklich gutes Eröffnungsangebot. Was denkst du? Nein, für Zutaten jetzt nicht. Brauchen wir jetzt wirklich nicht. So, ich suche jetzt aber kurz mein Fischladen. Wo habe ich den denn platziert? Guck mal, die hat schon das neue Outfit an. Das war das Lagerhaus, genau. Bäcker.
Irgendwo muss ich den ja schon haben. Sollte man annehmen. Weil da steht ja. Ah, da. Okay. So, weil ich wollte mal ein paar. Okay, wir haben noch nicht so viele Fische. Nee, die Fische behalte ich erstmal. Wir gehen es jetzt zurück. Wir haben ja noch nicht so viel davon. Deswegen ist das jetzt ungünstig, das zu verkaufen. Gehen wir hier nochmal gießen. So. So, das Feld reiße ich natürlich dann wieder ab. Jetzt müssen wir echt Tomaten dahin pflanzen können, ne? Sind auch so weit. So. Tomaten. Genau. Pflanzen wir die mal ein. So. Hätten wir das auch schon mal? Müssen wir gleich mal im Haus gucken, wie weit unser Porträt ist. Weil ich finde gut, dass es trotzdem wieder zurückgesetzt wird und man weitermachen kann. Wie lange brauchen denn die Kürbisse? 2 Stunden. Okay, die brauchen am längsten. Okay. So. Birnbaum und Melone. Okay, Pfirsichbaum, Zitronenbaum und Tomaten. Okay. So. Zitronen sind jetzt wohl nicht so weit. Ist wohl jetzt nicht die Zeit. Tja, dann gehen wir jetzt rein, gucken, wer unser Porträt ist. So.
Das braucht ja nochmal 14 Minuten. Gut. Dann würde ich sagen, dass ich das auch ein bisschen vielleicht zusätzlich im Off weitermache. Weil, dass ich da immer, also ich mache nicht viel im Off. Also, dass ich nur mal nach den Kürbis gucke vielleicht und nach dem Porträt, weil ich hätte schon gern die ganzen Sachen freigeschaltet. Apropos Sachen. Ich wollte ja gucken, ob es irgendeinen Schrank gibt oder sowas, womit man die neuen Sachen anziehen kann dann. Da wollte ich ja mal nachgucken. Kuh. Nachttisch. Bücherregal. Küchenschrank. Nee, wisst ihr, wie man sich die Sachen anziehen kann? Okay. Egal, ein anderes Thema. Gucken wir dann sowieso mal. So. Aber ich glaube, viel mehr gibt es ja auch gar nicht zu tun heute. Doch. Das ist schon fertig. Das ist gut. So. Neue Stufe. Da schaltet man auch Items frei. Ach ja, weil ich ein neues Level wahrscheinlich habe, ne? Okay. So. Genau. So. Mache ich aber diese ein paar weg, das ist hoch. Heiderotkartoffel. Die pflanze ich gleich. Halt. Warte ich erstmal. So. Ich rufe erstmal unseren Tank. So. Warte mal. Da vorne mache ich auch weg, dass es nur so eine gerade Reihe ist. Wird ja später viel mehr Felder geben. Dazu brauche ich auch das Schnellreiseportal und sowas, weil sonst von einem Ort zum anderen zu laufen kann dann ganz schön weit sein. So. Genau. Pflanzen wir die mal. Ist sie neu? Mit die Karte ist freigeschaltet. So.
gucke ich mal ganz kurz. Ja, weiß ich nicht. Ah, ne, die habe ich gerade freigeschaltet. Goldgelbe Rübe. Die gibt es, die kann man nur im Sommer pflanzen. Die pflanze ich im Sommer mal. Genau, das haben wir. Okay. Was ist das? Royal Gala Apfelbaum. Ja. Wir haben Kühe. Ja, einfach mal Kühe. Fisch. Wow. Aber ich weiß nicht, ob ich die Kühe schon platzieren sollte. Weil theoretisch, wenn ich mir so alles abreiße, lohnt sich, aber andererseits möchte ich schon gerne so Kühe. Da muss ich auch viel, aber ich könnte die auch daneben machen. Dass ich dann nicht. Wir machen's. So, dann kommen die weiter da hinten in der Nähe hin. Irgendwo. So. Oder vielleicht können die auch in dieser Kuhle hier rein. Kann man auch schön nebeneinander machen. So. Haben wir ein paar Kühe. Kann man da eigentlich noch einen Zaun drum machen? So, guck ich mal. Kostet natürlich auch wieder Diamanten, aber diesmal auch mit dem Tor. Habe ich letztes Mal nicht gemacht. So, kommt auch ein schöner Zaun drum. So. Aber süß. Wollen wir nicht zu viele Tiere haben eigentlich, weil ich hier alle wieder abreißen muss, wenn ich die Farm aufbaue. Jetzt schiebe ich die Kuh raus. Nein, wieder rein da. So. Genau. Ja. Aber ich finde, wenigstens was Produktives für diesen Tag geschafft. So, dann würde ich mich für heute verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Tschüss.